Ja, und hallo zurück zu einer neuen Folge Hercule Perrault. Einen Tag später heute, weil ich hatte leider nicht die Zeit aufzunehmen. Deswegen kam am Freitag stattdessen Star Stable, neue Abenteuer. Ja, heute geht's weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, wir hatten erst eine Erpressung. Und die hat sich dann so jetzt zu einem Mord entwickelt. Und wir haben jetzt erstmal alle befragt gehabt in den letzten Folgen. Und irgendwie, ja, haben wir nicht so ganz rausgefunden, außer dass die zu sehr, ja, aufeinander, wie soll ich sagen, dass sie zu sehr alle zusammenpassen, die Alibis. Als ob sich die Leute abgesprochen haben, teilweise. Okay, nee, hier waren wir schon drin gewesen. Das ist uninteressant. Es ist die Frage, wo machen wir weiter? Ich habe gar nicht mehr dran gedacht, um mal zu gucken, was wir hier in der letzten Folge. Weil wir haben jetzt hier keine Frage offen. Wir könnten zu Cassandra gehen, aber ich glaube, das wäre keine gute Idee, da reinzugehen. Wir gehen mal nach unten. Okay, also er lässt uns nicht. Wir können nicht zu Gideon. Wir müssen zu Cassandra. Ach du je. Okay, das Spiel lässt uns nicht. Wir müssen zu Cassandra. Wir gehen echt zu. Boah, das gibt jetzt Krieg. Die wird nicht amused sein. Was glauben Sie bitte, was Sie hier tun, Detective Poirot? Was habe ich gesagt? Es gibt etwas, das ich gerne mit Ihnen besprechen würde. Ich hoffe doch sehr, dass diese Angelegenheit wichtig genug ist, um das Eindringen in mein Schlafzimmer zu entschuldigen. Das ist sie in der Tat. Ich verspreche es Ihnen. Gut. Das alles zieht sich schon viel zu lange hin. Wir sind hier eingeschneit, während ein Mörder in meinen Hallen Amok läuft. Naja, Amok nicht. Er hat bis jetzt nur eine getötet. Also es ist bis jetzt nur ein Mord passiert. Amok heißt ein bisschen was anderes, meine liebe Cassandra. Das heißt, da bleibt es nicht bei einem Toten. Ich kann Ihre Frustration durchaus verstehen, doch es ist nicht ganz so einfach. Ui. Einst waren Sie ein sehr inkompetenter Officer. Und jetzt scheinen Sie es zu einem inkompetenten Detective gebracht zu haben. Wenn man mich nicht auf Schritt und Tritt belogen und getäuscht hätte, dann würde sich der Mörder nun vielleicht bereits im Gewahrsam befinden. Ich hoffe doch sehr, dass Sie nicht andeuten, ich hätte etwas mit dem Mord an Felix zu tun gehabt. Nee, aber du verschweigst uns was. Ich will andeuten, dass wir uns in einer sehr anderen Situation befinden würden, wenn mir jeder die Unterstützung gewährt hätte, die mir zu Beginn versprochen worden war. Wenn Sie mich etwas fragen wollen, dann schlage ich vor, dass Sie es endlich hinter sich bringen. Unsere Freundschaft reichte noch zur Zeit vor Angelines Geburt zurück. Er war während ihrer jungen Jahre oft zu Besuch im Haus. Und wo haben Sie beide sich getroffen? Ich war Gast bei einer Veranstaltung. Felix nahm als aktiver Offizier teil. Wir kamen ins Gespräch. Also hatte der Vicomte nichts mit dem Treffen zu tun? Ich brauchte meinen Ehemann nicht, um für mich ein Gespräch zu beginnen. Okay, das bestätigt immer mehr meine Annahme. Detective. Ihre wilde Fantasie hat sie anscheinend auf sehr seltsame Pfade geführt. Vor Angelines Geburt verbrachte Edwin viel Zeit auf Geschäftsreisen. Felix war eine willkommene Ablenkung von der Einsamkeit, die man im Haus verspüren konnte. Okay, es kommt darauf an, in welcher Hinsicht Ablenkung. Ausgenommen von unserem Personal natürlich. Doch eine gehobene und kultivierte Unterhaltung mit ihnen zu führen, war stets ein Ding der Unmöglichkeit. Und nach Angelines Geburt? Edwin blieb nach der Geburt stets zu Hause und ging seinen Pflichten als Vater nach. Cassandra, für dich gibt es eine gute Bezeichnung. Du bist eine abgehobene Schrapnelle. Und der Major? Sich um sein eigenes Leben und seine eigenen Geschäfte kümmern. Doch wir blieben lange Zeit als Brieffreunde in Kontakt. Etwa zu der Zeit, als Edwin diese Welt verließ,
hatte Felix den Entschluss gefasst, in diese Region zu ziehen. Weil wenn man mal ganz knallhart sagen würde, was wärst du ohne das Geld, sofern du wirklich welches hast, weil wir haben ja gesehen, dass du doch wohl an einen Ecken und ein Geldproblem zu scheiden hast. Aber was wär's, wenn du in einer ganz normalen Hütte wie jeder andere leben würdest und dein Geld verdienen müsstest? Dann wärst du genauso wie jeder andere. Hey, dein Blut ist genauso rot wie von jedem anderen. Von denen die meisten schon lange hätten im Müll landen sollen. Sie werden... Ich rede von dem Brief, den er an Sie persönlich adressiert hat. Einen Brief von sehr romantischer Natur. Romantischer Natur? Ich bitte Sie, Detective. Felix hatte keinen Hauch von Romantik in sich. In seinem Brief machte er seine Absichten außerordentlich deutlich. Ich muss zugeben, dass auch ich überrascht davon war. Sie haben wirklich eine sehr wilde Fantasie, Detective. Wenn Sie den Brief auf so eine Weise interpretieren wollen, dann kann ich Sie nicht davon abhalten. Doch ich kann Ihnen versichern, dass der Major niemals auf so eine Weise über mich gedacht hat und erst recht keinen Brief mit solchen Gedanken geschrieben hat. Wie gut, dass du nicht Pinocchio bist. Du lügst mich da Strich und Faden an. Merci, Madame. Ich weiß jetzt wahrscheinlich, worum sich die Erpressung dreht, sage ich ganz ehrlich. Das bestätigt sich immer mehr. Da haben wir zwei Schlussfolgerungen. Ja, sehr schön. So, neu dazu ist das hier gekommen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ganz ehrlich, das... Oh, wow, doch nicht. Doch nicht? Also das hätte ich jetzt eigentlich gedacht. Ordnung und Methode. Auch nicht? Interessant. Dann gönnen die zwei wahrscheinlich zusammen. Ganz ehrlich. Auch nicht? Das ist interessant. Was haben wir hier? Ich muss eine... Auch nicht? Gibt es da etwas, das ich... Okay, sonst haben wir eigentlich nichts, ne? Das muss aber mit zusammenhängen hier. Einige sehr schön. Doch ich nenne es einen Geistesblitz. Rolle der Vaterfigur für sie übernommen. Kommt schon, nein, das ist auch nicht. Also einen haben wir noch, wird doch nicht etwa... Das nein, das ist nicht auch mehr. Nicht. Sind ja die einzigen, die hier... Warte mal, das ist auch neu. Okay. Da ist auch noch was. Geschenk zum 10. Geburtstag. Könnte das sein? Das ist auch neu. Da das ist aber nicht, nee, das kann gar nicht sein. Ich glaube, das hatten wir bei der letzten Folge schon gehabt. Was mich halt irritiert. Ja gut, das geht ja noch nicht. Quatsch. Das ist ein Unsinn. Also, da passt es nicht. Großartig. Es musste doch hier in der Ecke irgendwas sein. Jemanden überraschen, ja. Oh, wir dürfen nochmal mit ihr sprechen. Dann werden wir nochmal mit ihr sprechen. Mit der Schreckschraube. Ist das wirklich notwendig? Ja, du lügst nämlich. Er mag in meinem Haus gewohnt haben, aber Felix war ein eigenständiger Erwachsener, Detective. Was er behalten, versteckt oder sonst irgendwie aufbewahrt hat, ging mich ganz sicher nichts an. Aber überrascht es Sie denn gar nicht, dass er ein solches Foto aufbewahrt hat? Ich sagte, er lügt mich nach Strich und Faden an. Und er kennt Angeline ebenfalls schon sehr lange. Ist es wirklich so seltsam für Sie, dass er ein Andenken an uns aufbewahren würde? Vielleicht sagt das mehr über Sie aus als über ihn, Detective.
Was ich seltsam finde, ist die Tatsache, dass er seine Gefühle für sie niemals zum Ausdruck gebracht hat, obwohl sie so offenkundig vorhanden waren. Falls dem wirklich so war, dann waren es unerwiderte Gefühle. Seit dem Tod meines Ehemanns habe ich nicht ein einziges Mal einen anderen in Betracht gezogen. Nicht, dass sie das irgendetwas angehen würde. Ich zweifle das ein wenig an. Ich zweifle das irgendwie ganz schön an. Sorry, also. Ich zweifle es dezent an. Die verheimlicht definitiv was. Okay, wir haben das gefunden. Das heißt, hier muss das irgendwie mit zusammengehören. Gehört das etwa. Ich muss eine Nein. andere herangehen. Gut, wir haben ja mittlerweile gemerkt, dass es über Kreuz geht auch, aber das ist es nicht. Okay, dann ist das wahrscheinlich... Nein, auch nicht. Es hängt hiermit auf jeden Fall zusammen. Oh, toll. Okay. Oh, nee. Oh, muss man schon wieder mit ihr schwätzen. Ich habe keinen Bock auf die mehr. Ist das wirklich notwendig? Ja. Haben das von reiner Platon nicht mehr. Oh, das gibt jetzt Party. Es geht sie nichts an, wen ich in mein Haus lasse und wen nicht. Ich muss mich nicht vor ihnen rechtfertigen. Okay. Ich dachte nicht, dass sie so viel Wert auf Wohltätigkeit legen. Ich hatte auch nicht erwartet, dass sie viel Zeit mit Denken verbringen. Es gibt keinen Grund, sich weiter über dieses Thema zu unterhalten. Doch wie Sie sich sicher erinnern können, hatten wir in der Vergangenheit einige finanzielle Engpässe. Das könnte der einzige Weg sein. Liegt nicht in der Natur, denn Madame die Information leicht herausnehmen. Muss ich mich wiederholen, Detective? Es gibt keinen Grund dafür, weiter über dieses Thema zu sprechen. Männer und Frauen sind durchaus dazu in der Lage, miteinander befreundet zu sein, ohne dabei eine romantische Beziehung einzugehen. Ich bin Ihre hartnäckigen Fragen über solch triviale Dinge gehen mir so langsam auf die Nerven. Es gibt. Wie oft soll ich es Ihnen denn noch sagen? Es gab keine romantischen Gefühle zwischen uns. Ich bin dieser Unterhaltung müde geworden, Poirot. Bäm. Sie verbergen weiterhin die Wahrheit vor mir, Madame. Und Sie gehen mir weiterhin auf die Nerven. Ich bin nicht dazu verpflichtet, Ihnen von jedem kleinen Detail meines Privatlebens zu berichten. Aber wenn so ein Detail meine Untersuchung behindert. Wenn Sie doch nur genauso viel Elan in Ihre Suche nach dem Erpresser stecken würden, dann... Madame. Na schön. Ich habe Sie über unser Treffen nicht angelogen. Es war während einer Veranstaltung, auf der Geld gesammelt werden sollte für... Oh, für was auch immer. Ich war schon lange nicht mehr zu Hause gewesen und vermisste England wirklich bitterlich. Mir war bewusst, dass Felix ebenfalls eingeladen worden war. Oder besser gesagt, dass man einige britische Offiziere zur Feier... Aha. Und genau dort nahm unsere Freundschaft dann ihren Anfang. Sie wird immer leiser. Das ist interessant. Mit ihm bereiteten mir große Freude. Zusammen unternahmen wir lange Spaziergänge und lasen viele Bücher. Wie ich bereits sagte, er war eine gern gesehene Ablenkung von den vielen Tagen, die ich allein verbringen musste. Ich werde nicht noch weiter ins Detail gehen, aber ich kann Ihnen versprechen, dass es niemals meine Absicht gewesen war, mich untreu gegenüber meinem Ehemann zu verhalten. Es war nie unser Plan gewesen, so weit zu gehen. Sobald mir klar wurde, dass ich schwanger war, wusste ich, dass es aufhören musste. Ich wusste es!
Der Vicomte hat die Umstände hinter Mademoiselle Angelines Geburt nie hinterfragt? Seiner Meinung nach gab es dafür nie einen Grund. Und er hätte es auch nie tun sollen. Es war mein Fehler. Und ich musste die Schuld dafür tragen. Falls er je die Wahrheit erfahren hätte, wären unsere Leben ruiniert gewesen. Das ist der Grund für die Erpressung gewesen. 100 pro. Ich gab Felix zu verstehen, dass er sich fern von uns halten sollte. Doch er ließ sich nicht beirren. Schon bald wurde er für Angeline zu einer Art Onkel. Und nach Edwins Tod kamen die beiden sich nur noch näher. Ich konnte es nicht über mich bringen, ihr die Wahrheit zu erzählen. Zu viel Zeit war bereits vergangen. Und wie hat der Major diese Angelegenheit gesehen? Wollte er die Wahrheit enthüllen? Er wollte es natürlich allen erzählen. Er wollte, dass sie genau wusste, wer er wirklich war. Aber ich hielt ihn stets davon ab. Es wäre nicht die ergreifende Wiedervereinigung geworden, die er sich in seinem Kopf ausgemalt hatte. Sie würde es niemals verstehen. Nachdem gestern alle zu Bett gegangen waren, versuchte ich, sie aus dem Tresor zu holen. Doch als ich ihn öffnete, waren sie nirgends zu finden. Als ich das Studierzimmer heute Morgen betrat, waren sie so sichtbar wie ein Fahndungsposter an der Wand einer Polizeiwache. Ich würde es vorziehen, wenn Sie die Briefe nicht mit dem Gesicht eines gesuchten Verbrechers vergleichen würden. Pardon, Madame. Aber das bedeutet dann also, dass jemand anderes im Haus Sie gesehen haben muss. Ich verstehe nicht ganz. Warum sollte diese Person Sie dann zurückbringen? Ein Mysterium, das noch gelüftet werden muss. Das nehme ich an. Doch ich kann Ihnen versprechen, dass ich keiner Menschenseele davon erzählt habe. Und der Major? Felix hat mir geschworen, dass er stillschweigen würde. Und ich habe ihm geglaubt. Auch wenn er es sicherlich nur zu gern der ganzen Welt mitgeteilt hätte. Ja, das wäre natürlich die größte Möglichkeit gewesen, dass der Major das Leck war. Sie dachten, dass niemand davon wissen konnte und haben sich deshalb dazu entschlossen, den Erpresserbrief zu ignorieren? Wenn man sich solchen Verbrechern einmal beugt, dann kommen sie lediglich wieder, um mehr von einem zu verlangen. Ganz Unrecht hat sie damit nicht. Gibst du ihr den kleinen Finger, nehmen sie die ganze Hand. Das ist für den Moment alles. Man muss im Endeffekt reinen Tisch machen. Das war eigentlich klar, dass er nicht das war. Ja, bereits genug. Ja, gut. So, wir ziehen uns zurück. Wir haben. Ich hatte nicht, aber das. Ja. Ganz ehrlich, mir war es ehrlich gesagt jetzt klar. Okay. Jetzt ist die Frage: Haben wir noch irgendwas jetzt? Da ist durch. Die Karte ist durch, da ist nichts dazu gekommen. Jetzt müssen wir, das heißt, wir werden jetzt eine Cutscene irgendwo haben. Oder wir müssen noch irgendwo was entdecken. Also Cassandra ist durch, denke ich mal. Da kriegen wir nichts mehr wirklich nennt. Ja, das ist die Cutscene. Wie geht Ihre Untersuchung voran, Detective Poirot? Ich muss gestehen, dass ich mehr in Erfahrung bringen konnte, als ich zuerst erwartet hatte, Monsieur Sterling. Dann werden Sie den Fall also bald auflösen können. Man lernt nie aus, Monsieur. Und in diesem besonderen Fall werde ich wohl noch etwas dazulernen müssen, bevor ich den Mörder des Majors aufspüren kann. Vielleicht kann ich Ihnen dabei helfen, Ihre Gedanken in Worte zu fassen. Dass ich Ihnen auf der Spur bin. Das könnte Sie vielleicht dazu bringen, sich auf... Könnten Sie die Gäste und das Personal im Salon versammeln, Monsieur? Ah, die große Taktik. Den Grund werde ich enthüllen, sobald alle versammelt. Ah, die alte Taktik hier. Ich weiß was und ich locke euch aus der Reserve.
Kapitel 6. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt zum Ende kommen. Oh, wie sie schon gucken. Oh, oh, oh. Was hat das alles zu bedeuten? Oh, oh, oh. Madame, ich bitte Sie darum, mir für wenige Augenblicke Ihr Ohr zu leihen. Was ich Ihnen zu sagen habe, ist für alle von großer Bedeutung. Sie alle wurden hierher eingeladen, um die Verlobung von Mademoiselle Angeline Vandenbosch und Monsieur Gideon Dimir zu feiern, den Zusammenschluss von zwei bekannten Familien. Doch die Feierlichkeiten fanden ein jähes Ende, als Major Felix Hagen von einem jungen Dienstmädchen des Hauses tot in seinem Studierzimmer aufgefunden wurde. Daraufhin wurde es meine Verantwortung und Pflicht als Detective, die Wahrheit hinter seinem Ableben aufzudecken. Meine erste Untersuchung seines Studierzimmers enthüllte mir einige unerwartete Dinge, Dinge, die ich noch nicht mit Ihnen teilen möchte. Das Folgende kann ich jedoch mit Gewissheit sagen. Der Tod des Majors war kein einfacher Mord. Ein Brief, der ein Lösegeld für fortwährendes Stillschweigen forderte, bestätigte diese Tatsache. Sicherlich haben einige, vielleicht sogar alle von Ihnen schon Geflüster über die Erpressungen gehört, welche die gesellschaftliche Elite in den letzten Wochen heimsuchten. Nachdem Sie vom Brief im Studierzimmer des Majors erfahren haben, fragen Sie sich vielleicht, ob er hinter den Erpressungen steckt. Ferner könnten Sie meinen, dass der Brief lediglich eine neue Drohung für sein nächstes Opfer sein würde. Auch mich hat diese Frage eine Zeit lang beschäftigt, zumindest bis ich weiter nach der Wahrheit gesucht habe. In Wirklichkeit war der Major nicht der Verfasser, sondern nur ein weiteres Opfer unseres mysteriösen Erpressers. Gestern Abend habe ich mit Ihnen allen gesprochen, um mir ein Bild von Ihren Aufenthaltsorten im Haus zu machen. Und obwohl ich erwartet hatte, dass meine Vernehmung mir potenzielle Verdächtige enthüllen würde, musste ich feststellen, dass es niemand von Ihnen gewesen sein konnte. Was meinen Sie mit niemand von uns? Der Mann wurde erstochen. Er wird sich das kaum selbst angetan haben. Wir haben immer noch einen Mörder im Haus. Pardon, Monsieur. Bitte. Es hätte keine Einzelperson sein können. Vielmehr muss es sich um eine Partnerion, eine Partnerschaft gehandelt haben. Einige von ihnen stecken unter einer Decke, wenn sie so wollen. Die heutigen Unterhaltungen haben einige Fakten enthüllt, die ich nicht erwartet hatte. Und obwohl sie meine Untersuchung verworrener und komplizierter gemacht haben, ist mir doch klarer geworden, was getan werden muss, um die Schuldigen aufzuspüren. Diejenigen, die sich Geschichten zurechtgelegt haben, um mich zu verwirren und meine Untersuchung zu behindern, haben einen schweren Fehler begangen, als sie meine Intelligenz unterschätzt haben. Andere Detectives wären darauf vielleicht hereingefallen, doch ich kann Ihnen versichern, dass Detective Poirot sich nicht auf solche Weise zum Narren halten lässt. Meine Untersuchung ist noch lange nicht zu Ende, und Gerechtigkeit wird all jene ereilen, die solch schändliche Taten begangen haben und mich weiterhin mit ihren Lügen täuschen wollen, nur um sich selbst zu beschützen. Ich verabschiede mich nun, um meine Enquete fortzusetzen, und lasse Sie alle mit dem Gedanken zurück, dass Sie gerade neben einem kaltblütigen Mörder stehen könnten. Bonsoir. Un moment, Monsieur Sterling. Okay. Eine beeindruckende Ansprache, Detective. Das ist natürlich interessant. Sie war allerdings nicht als Unterhaltung gedacht, sondern als Warnung an die Schuldigen. Ich bin Ihnen auf der Spur und egal für wie schlau Sie sich auch halten mögen, ich werde Sie aufspüren. Falls es irgendetwas gibt, womit ich Ihnen dabei helfen kann. Ist das wirklich notwendig? Der Mörder ist immer noch auf freiem Fuß und es fehlt jede Spur von der Mordwaffe. Ich denke, dass diese Umstände eine solche Durchsuchung rechtfertigen. Natürlich. Ich kann mir einfach immer noch nicht vorstellen, dass jemand von Ihnen einen Mord begehen würde. Kannst du doch nur vorstellbar sein, doch es ist die Wahrheit. Du kannst den Leuten nur vors Gesicht gucken. Nicht, dass ich wüsste. Aber ich war voll und ganz auf den Major fokussiert. Es tut mir leid, Detective. Hätte mir etwas auffallen sollen. Vielleicht war es nur mein Verstand, der mir mal wieder einen Streich gespielt hat. Könnte es nicht sein, dass sich einer der Gäste einfach nur verlaufen hat? Das passt. Master Hagen besaß natürlich einen eigenen Schlüssel und ebenso Lady Vandenbosch. Aha.
Wenn ich dazu aufgefordert werde und Master Hagen gerade nicht im Hause ist, dann kann es durchaus vorkommen, dass ich den Tresor öffnen muss. Können Sie mir erklären, wie Sie Zugang zum Tresor erlangen, wenn der Major nicht im Haus ist? Es ist nicht so, wie Sie vielleicht denken, Detective. Ich denke gerade, dass Ihnen ein Ersatzschlüssel anvertraut worden ist und Sie mich über diese Tatsache angelogen haben. Ich habe nur gelogen, weil es mich in große Schwierigkeiten mit Lady Vandenbosch bringen könnte. Mhm. Im Augenblick sollten Sie sich eher darum sorgen, in was für Ärger Sie eine solche Lüge in den Augen des Gesetzes bringen könnte, Monsieur. Ich weiß, wie sich das für Sie anhören wird. Aber ich habe den Schlüssel verloren. Ich muss ihn irgendwo abgelegt haben. Und daraufhin hat ihn wohl irgendjemand weggeräumt. Master Hagen hat mich nur äußerst selten darum gebeten, etwas aus dem Tresor zu holen. Deshalb hatte ich nicht gedacht, dass es irgendjemandem auffallen würde. Es wäre aber so oder so irgendwann aufgefallen. Ich hätte Sie bereits heute Morgen darüber aufklären sollen. Es tut mir leid. Ich bin mir nicht sicher, dass Sie die Schwere des Geschehenen gänzlich begreifen, Monsieur. Ich bin mir der Schwere durchaus bewusst, Detective. Ich dachte lediglich, dass sie bei der Untersuchung hilfreich sein könnte. Würden Sie es einem Mann mit einer rauchenden Pistole gestatten, seine Kugel aus der Brust des Opfers zu entfernen? Ich schätze nicht. Ich würde nun gerne mit meiner Durchsuchung beginnen. Der Westflügel ist am nächsten. Also werde ich dort anfangen. Unter Umständen werde ich nicht hier sein, wenn Sie zurückkehren. Hier ist der Schlüssel für die anderen Zimmer. Bitte geben Sie ihn mir zurück, sobald Sie Ihre Unter... Merci. Ich werde ihn mit meinem Leben verteidigen. Okay, neue Gedankenkarte. Okay, ja, wir fangen hier an. Okay, dann gucken wir uns mal hier um. Check, hier ist zu. Okay, das ist interessant. Entree? Detective, was für eine Freude. Oh, die wird nicht... Sie in meinen Räumlichkeiten. Ich versichere Ihnen, dass meine Anwesenheit hier rein professioneller Natur ist. Es gibt keinen Grund dazu, sich so steif zu verhalten, Detective. Nach den Enthüllungen der letzten Nacht fürchte ich, dass mir mein Sinn für Humor leider verloren gegangen ist, Madame. Ich werde mich nicht erneut dafür entschuldigen, dass ich lediglich helfen wollte. Sollen wir dann gleich anfangen? Lassen Sie uns nicht noch mehr von Ihrer Zeit vergeuden, Detective. Das muss dann wohl Inge gewesen sein. Sie ist eine der vielversprechendsten jungen Damen meines Frauenhauses. Interessant. Madame Vandenbosch hat eine junge Dame aus ihrem Frauenhaus eingestellt? Kein Grund, so überrascht zu klingen, Detective. Sie hat ein gutes Herz. Oh, echt? Es war nicht meine Absicht, grausam zu klingen. Ich hatte einfach nicht erwartet, dass Madame nach dem Zwischenfall mit Florette, ihrem vorigen Dienstmädchen, erneut jemanden mit solch einem Hintergrund einstellen würde. Menschen ändern sich, Detective. Sie sollten die Leute nicht immer aufgrund ihrer vergangenen Taten beurteilen. Glauben Sie mir, das weiß ich noch zu gut, Comtesse. Seien Sie vorsichtig, Detective. Das kam einem Kompliment schon gefährlich nahe. Es sind Ihre Taten im Haus, die von fragwürdiger Natur sind, Madame. Ich kann nur hoffen, dass sich andere ein Beispiel an Ihrer Arbeit außerhalb dieser Mauern nehmen werden. Wir tun, was wir können. Wir würden wohl keine sonderlich gute Arbeit leisten, wenn wir nur einem einzigen Mädchen geholfen hätten. Tatsächlich habe ich erst vor kurzem ein weiteres Dienstmädchen in Monsieur da Silvas Haus unterbringen können.
Interessant. Sie sich im Haus des Monsieur gut einleben können? Was ist wohl besser, Detective? In einem Haus zu verbleiben, in dem sie misshandelt wurde, oder die Chance auf ein neues Leben, in dem sie sich in einem wohlhabenden Haus einen ehrlichen Lohn verdient? Wenn Sie es so ausdrücken, ist sie glücklich mit ihrer neuen Anstellung? So glücklich wie schon seit vielen Jahren nicht mehr. Ich erkundige mich des Öfteren nach Ihnen und wenn es ein Problem geben würde, dann hätte ich davon bestimmt bereits erfahren. Merci, Madame. Grammophonbuch. Ah. Da ist ein Paket. Verbandskasten. Ha. Wieso ist hier ein Verbandskasten? Oh. Die Pflanze brauchen wir nicht. Das ist Unsinn. Standuhr. Dürfte nicht sein. Ah. Wieso können wir uns... Ja, Kamin dürfte nicht sein. Klavier glaube ich auch nicht. Ja, das sind die typischen Fragen. Grammophon? Ja, Pero, wenn du wüsstest, was ein Smartphone heutzutage anrichten kann. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn hier? Keinen Zwang an. Ein Kompliment und jetzt auch noch eine Entschuldigung. Sie haben Ihren Ton ganz schön geändert, Detective. Es gibt etwas, was mir zu denken gegeben hat. Sie haben erwähnt, dass Ihre medizinische Ausbildung einige Jahre zurückliegt. Ui, mein Wissen kommt aus meiner Zeit als Krankenschwester. Wenn dem so ist, würde ich gerne wissen, warum Sie Ausrüstung bei sich hatten, die normalerweise nur in der Tasche eines Arztes zu finden ist. Man muss immer auf alles vorbereitet sein, Detective. Auf einer Verlobungsfeier? Wenn ich Sie nicht bei mir gehabt hätte, dann hätte ich gestern Nacht auch nicht helfen können. Vielleicht sollten Sie mir für meine Umsicht lieber dankbar sein, anstatt sie als Grund für einen Verdacht anzusehen. Merci. Mhm. Haben wir denn eine Gedanken? Okay. Da ist noch nichts weiter aufgeploppt jetzt. Oh, warte mal. Okay, er zeigt mir an, was ich schon geguckt habe, so wie es scheint. Ja. Ich glaube, hier werden wir nicht mehr fündig. Oh, ja. Hier werden wir nicht mehr fündig. Wir gehen zum nächsten Zimmer. Mal sehen, welches. Ah. Dann schauen wir mal, was Jackie sagt. Was kann ich für Sie tun, Detective? Ich bin sicher, dass Sie den Grund für mein Eindringen bereits kennen, Mademoiselle. Wenn ich damit meinen Namen reinwaschen kann, dann tun Sie sich keinen Zwang an. Wenn Sie mir einige Fragen beantworten könnten, dann würde ich Ihren Namen nur umso schneller reinwaschen können. Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, ist er nicht der Mann, für den ihn alle zu halten scheinen. Oui, aber wie sind Sie zu dieser Schlussfolgerung gekommen? Sie wollen doch nicht, dass ich jeder einzelne unserer Unterhaltungen für Sie wiederhole, oder? Nein. Aber es gibt eine bestimmte Unterhaltung, über die ich gerne mehr hören würde. Einen Streit würde ich es nicht nennen. Das würde voraussetzen, dass es eine zweiseitige Unterhaltung gewesen wäre. Und dem war nicht so? Ich lege meine Karten auf den Tisch. Eigentlich sollte ich Angeline dabei helfen, etwas öffentliche Aufmerksamkeit zu bekommen. Ihre Heirat mit Gideon ist eine wirklich große Sache und seine Arbeit wird vielen Leuten helfen. Ich sah eine Chance, ihren Namen bekannt zu machen, doch... Ihm hat das ganz und gar nicht gepasst. Oh. Was genau hat ihm daran nicht gefallen? Da fragen Sie die falsche Detective. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass er eifersüchtig war, weil sein Name nicht in der Schlagzeile auftauchen würde. Und warum ist er aus dem Zimmer gestürmt? Oh, davon haben Sie auch gehört. Sagen wir einfach, dass ich seinen erbärmlichen Versuch nicht akzeptiert habe, mit dem er mich davon abhalten wollte, die Geschichte zu veröffentlichen.
Wenn man schon Geld auf den Tisch legt, um so eine Forderung durchzusetzen, dann sollte man auch den nötigen Betrag vorbereiten. Das ist natürlich interessant. Hat man dem Kerl wirklich einen Narren gefressen, was? So weit würde ich nicht gehen, aber ein gewisses Interesse lässt sich nicht abstreiten. Ich werde Ihnen einigen Ärger ersparen. Er ist wirklich keine sonderlich interessante Person. Tatsächlich ist er ein ziemlicher Feigling, wenn Sie mich fragen. Auf mich hat er einen ganz anderen Eindruck gemacht. Sie sehen ja auch nur die Seite, die er Ihnen zeigen will. Er weiß, was er vor den richtigen Leuten sagen muss. Aber hinter geschlossenen Türen wird schnell klar, dass er keine Ahnung hat. Das ist interessant. Als Sie ihn getroffen haben, hat er sich Ihnen gleich als Gewerkschaftsanführer, nein, als Stimme des Volkes vorgestellt. Habe ich recht? Das ist interessant. Einen Mann, der stolz auf seine Arbeit ist, sollte man nicht belächeln, Mademoiselle. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ohne Frage kann er gut mit Worten umgehen und eine Menschenmenge anheizen. Aber das ist dann auch schon alles. Am Ende des Tages ist er lediglich ein Repräsentant und sonst nichts. Er sollte seine Rolle spielen und nicht nur seine Zeilen auswendig lernen. Merci, Mademoiselle. Ich werde... Kein Problem, Detective. Falls Sie Ihre Meinung über das exklusive Interview zu der Schießerei... Falls dem so ist, werde ich es Sie als Erste wissen lassen. So, was haben wir hier? Zeitungen? Da ist... Oh, ein Taschenmesser. Aha. Nehmen wir an der Frau... Oh. Nun abgeben, oh, da ist was passiert. Das könnte interessant sein. Sie schultern Schulter ein. Kampf für Fairbezahlung. Nicht bestätigt worden sind, gehen am Quellen an, dass die Gewalt ausgebrochen sei, nachdem eine zweite Welle von Unterstützern eingetroffen war. Aber sie ist aber noch nicht öffentlich. An, dass mindestens 8 Arbeiter ihr Leben in der Auseinandersetzung. Oh, wow. Das in ganz Belgien angesehen. Ihre Arbeit fortzusetzen. Da sind welche gestorben. Das ist interessant. Schrank. Wieso ist eigentlich hier angezeigt? War mir denn hier. War mir hier drin gewesen schon? Hier könnte noch was sein. Oh. Okay, das ist jetzt nicht wirklich was Interessantes. Fenster. Okay, nichts, auch nichts Interessantes. Ich glaube aber, das war's schon. Hier ist nicht viel. Hier ist das Taschenmesser. Grammophon brauchen wir nicht und Zeitungsstapel. Okay, dann gucken wir mal. Wir haben ein Gespräch wieder mit ihr. Nur zu, Detective. Felix ging es stets nur um Geld und darum, wie er sich seine Taschen damit füllen kann. Das ist der einzige Grund, aus dem er sich mit Da Silva zusammengetan hat. Soweit ich weiß, mangelte es dem Major nicht an Geld. Was man braucht und was man haben möchte, sind zwei verschiedene Dinge. Hatte er es nötig, hierher zu ziehen und als Schmarotzer im Haus der Madame zu leben? Nein, aber er wollte es eben gerne. Meines Wissens nach hat Da Silva ihn für Sicherheitsarbeit eingestellt. Er hatte Angst, dass seinen wertvollen Fabriken etwas zustoßen könnte, wenn die Angelegenheit sich verschlechtern sollte. Und ihre Journalisten waren vor Ort, um die Geschichte niederzuschreiben, als es dann tatsächlich zu dieser schlechten Wendung... Meine Journalisten sind immer da, wo es Neuigkeiten zu berichten gibt. Und Sie haben die Gewalt vorhergesehen, die kurz darauf ausgebrochen ist? Das war nicht sonderlich schwer vorherzusehen, Detective.
Wenn Sie mich fragen, hätte Hugo früher handeln sollen. Das ist interessant. Ich werde Sie nicht weiter stören. Okay, das heißt, wir gehen zum nächsten Gästezimmer. Jetzt haben wir hier schon was. Da ist noch nichts freigeschaltet. Das heißt hier... Gut, also nichts freigeschaltet. Wir müssen erst alle vernehmen. Boah, da zieht sich. Vernehmen nochmal und die Zimmer durchsuchen. Auch wenn ich ehrlich gesagt sagen muss... Oh. Oha, sind die da? Ne, die sind nicht da. Okay, da ist ein Foto. Muss nicht. Muss nicht. Ist hier hinten noch irgendwas? Oh, ein Getränkeglobus. Ist aber nichts. Fenster, da brauchen wir nicht gucken. Kamin bringt uns nichts. Foto haben wir. Standuhr bringt uns auch nichts. Ich denke mal, wir sind durch mit den beiden. Gut, dann gehen wir zum zweiten Stock. Ich glaube nicht, dass wir hier großartig weitergekommen mit dem Zimmer. Okay, da war Cassandras Schlafzimmer. Dann gehen wir hier. Da waren wir drin. Lagerraum, das heißt, wir müssen runtergehen. Ostflügel, war das nicht da, wo... Ich glaube, da waren wir, ne? Ja, da sind wir, glaube ich, untergebracht auch. Wieso ist Ingi, wieso steht Ingi hier? Will die was von uns? So treffen wir uns wieder, Mademoiselle. Bonjour, Monsieur Poirot. Pardon, Detective Poirot. Detective reicht voll und ganz. Bon, kann ich Ihnen helfen? Ich brachte ihm ein Tablett mit Essen, aber er antwortete nicht, als ich an die Tür klopfte. Also betraten Sie das Studierzimmer? Das habe ich. Er bewegte sich nicht. Er lag einfach nur auf dem Boden. Ich wollte keine unangenehmen Erinnerungen wecken. Ein solcher Anblick würde ohne Frage jeden erschüttern und ich bin mir sicher, dass es keine Erinnerung ist, an die Sie gerne zurückdenken wollen würden. Man könnte sagen, dass wir wie eine Familie sind. Wir streiten uns manchmal, aber meistens kommen wir gut miteinander aus. Sie müssen sich also alle sehr nahe stehen. Einige mehr als andere. Das ist interessant. Auf wen beziehen Sie sich dabei, Mademoiselle? Nun, Maman Re, entschuldigen Sie, Rihanna, sie arbeitet bereits am längsten von uns allen hier und steht Lizzie aufgrund von Luke sehr nahe. Maman Re ist Lukes Schwester. Wussten Sie das nicht? Ich dachte, dass sie es erwähnt hätte. Sie redet schließlich ständig über ihn. Es muss schrecklich gewesen sein, als sie ihn während der Aufstände verlor. Angeblich war er direkt an der Front, als sie überrannt wurden. Sie hatten keine Chance. Wenn ich für seinen Tod verantwortlich wäre, dann würde ich Maman Rays Zorn lieber nicht spüren wollen. Das ist interessant. Mademoiselle Rihanna, Maman Ray, hat sie davon geredet, Rache nehmen zu wollen? Jedes Mal, wenn sie von den Geschehnissen erzählt. Okay, das ist interessant zu wissen. Ich schätze, dass Sie nicht sonderlich viel über das Leben auf der Straße wissen. Es ist keine Erfahrung, die ich aus erster Hand miterleben musste. Doch ich weiß, dass viele ohne eigenes Zutun in diese Umstände geschleudert werden und sich an diesen Lebensstil anpassen müssen. Sie meinen den Lebensstil eines Diebes? Das wäre eine sehr direkte Beschreibung. Oui. Sie sind der erste Polizist, der nicht beim ersten Blick auf mich seine Handschellen zückt. Ich kann ganz klar sehen, dass Sie Ihr Leben zum Besseren gewendet haben. Und ich bewundere Ihre Bemühungen sehr.
Ohne die Unterstützung der Comtesse würde ich jetzt sicher in irgendeiner Zelle verrotten. Merci, Mademoiselle. Okay, das war gut, dass wir mit ihr gesprochen haben. Das hat uns eine neue... das hat uns eine neue Gedanke. Von mir. Okay, aber ich habe jetzt dadurch nichts. Ich habe eine neue Gedankenkarte, ja. Aber wir haben nichts weiter. Okay, wir werden mal jetzt. Zacharia? Echt jetzt? Ja gut, dann gehen wir zu Zacharia. Okay, dann reden wir mal mit Zack. Ich hoffe, dass Sie sich heute besser fühlen, Monsieur Demir. Nichts, was ein paar Stunden Schlaf nicht wieder gerade biegen könnten. Très bien. Könnte ich Sie dann darum bitten, mir ein paar Momente Ihrer Zeit zu erübrigen? Natürlich, was immer Sie brauchen. Ich will schon seit langer Zeit nichts mehr mit dem Tod zu tun haben. Aber jemand musste es tun. Ich werde allerdings sicher nicht händeringend nach der nächsten Leiche suchen, die transportiert werden muss. Sehr verständlich. Ich danke Ihnen genauso sehr, wie ich es bereits auch schon bei Ihrem Bruder getan habe. Sie haben bereits mit ihm gesprochen? Wie geht es ihm? Vielleicht wäre das besser eine Frage, die Sie ihm selbst stellen sollten. Ja, vielleicht nicht schlecht. Vielleicht. Oh, ey, Begeisterung. Da hatte er sicher viel zu erzählen. Er hatte schließlich schon immer eine ganz eigene Meinung vom Krieg. Mit der Vergangenheit bezog ich mich eigentlich eher auf ihre gemeinsame Zeit als Brüder. Oh, nun, was hat er gesagt? Wie mir scheint, hatten sie beide den gleichen Gedanken für diese Feier. Vielleicht sind die Brücken, die sie für eingerissen halten, bereit für einen Neuaufbau. Wir werden sehen, wie wahrscheinlich dieser Neuaufbau sein wird. Solange er meine Sicht der Dinge nicht verstanden hat, sehe ich keinen Weg nach vorne vor uns. Oh je. Was genau muss er noch verstehen, bevor ihr brüderliches Band wieder erneuert werden? Er hat Freunde im Krieg verloren. Genau wie wir alle. Doch aus irgendeinem Grund konnte er einfach vergeben und vergessen. Es tut mir leid, Detective. Okay, das ist interessant zu wissen. Gideon will das nicht verstehen. Eigentlich nicht erwähnt hat, der Tod seiner Freunde und Kameraden lastet schwer auf seinen Schultern. Okay. Die beiden sollen sich nahestehen. Sie müssen etwas gemein haben, wenn sie so lange eine Unterhaltung miteinander führen konnten. Wenn es etwas gibt, was ich mit Sicherheit über meinen Bruder sagen kann, dann ist es die Tatsache, dass er niemals unhöflich sein könnte. Das steckt einfach nicht in seinen Knochen. Auch interessant. War es nicht genau dieser Bruder, der Monsieur Hagen ins Gesicht geschlagen hat? Ah, das war etwas ganz anderes. Der Major hat ja quasi darum gebettelt. Wenn Sie meinen Bruder mit 5 Salonlöwinnen wie ihr in einen Raum sperren würden, dann würde er sein absolut Bestes geben, um jeder einzelnen von ihnen seine volle Aufmerksamkeit zu schenken und dabei die bestmöglichen Manieren an den Tag zu legen. Okay, interesting. Ihre Unterstützung, Miss. So, was hast du, Zack? Zigarettenstummel? Oh, Zeremoniendolch. Das ist natürlich interessant. Okay, aber ansonsten war es das, ne? Viel ist es nicht. Also wir haben den Zeremoniendolch jetzt gefunden. Das ist natürlich... Das ist natürlich ein bisschen kritisch, aber wir gehen ja davon aus, dass ja der Major mit seinem eigenen Messer ermordet wurde. Und das fehlt ja auch. Den Dolch? Ich hatte mich schon gefragt, wann der zum Problem wird. Ich werde Ihnen selbstverständlich eine Gelegenheit dazu gewähren, mir den Grund für sein Hiersein zu erklären, bevor ich meine... Er sollte ein Hochzeitsgeschenk für Gideon werden. In den letzten Jahren war ich nicht gerade der beste Bruder für ihn. Und ich dachte, dass ich damit vielleicht wieder etwas gut machen könnte. Nach dem Zwischenfall mit dem Major kam er mir allerdings etwas zu geschmacklos.
Ich glaube nicht, dass Sie mir davon berichten sollten, dass Sie ein solch großes Messer in Ihrem Zimmer versteckt haben. Ich würde nicht sagen, dass ich ihn versteckt habe. Und ich hätte schließlich auch nicht ahnen können, dass ich als Verdächtiger in einem Mordfall enden würde. Merci, ja, gut. Für Ihre Unterstützung, Monsieur. Gut, das stimmt auch wieder. Er hätte es ja nicht ahnen können. Denn da, er hat ihn ja offen liegen lassen. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass es die Mordwaffe ist. Gut, dann gucken wir mal. Was haben wir hier? Beckers Zimmer. Ein Buch, interessant. Oh, eine Notiz. Das ist immer auch noch interessant. Okay, aber was interessant ist, ist die Notiz, die hier liegt. Nicht von der Folge können. Oh je. Yeah. In der Position, um allem ein Ende zu bereiten. Wir wollen nur, was uns zusteht. Wir werden uns gehen mit gleich. Ihre Waffen mögen unsere Körper verletzen, unsere Herzen und Seelen. Niemals sprechen können. Diese Männer haben unsere Nation groß gemacht und werden dies auch in Zukunft tun. Okay, das ist interessant. Oh, ja, das sind einige, würde ich sagen. Aber ich glaube, wir haben hier jetzt auch alles. Also wir haben die Notiz hier, die sehr interessant ist. Ich habe das Gefühl, dass es wirklich mit diesem Gewerkschaft Dinge zu tun hat. Weil der Major war ja, hat ja die Leute sozusagen ausgebildet. Von Da Silva. Ja. Okay, haben wir schon, können wir hier schon im Vorhinein was abschließen? Nee, wir müssen erst mit ihm reden. Ich bin sicher, dass Sie die Notwendigkeit einer solchen Durchsuchung durchaus verstehen, Monsieur. Das nicht wirklich, Detective. Ihre Rede war recht leidenschaftlich, doch sie hat mein Vertrauen in Ihre Untersuchung nicht gerade bestärkt. Ach, sag ich. Das erste Mal, dass meine Fähigkeiten von einem Verdächtigen in einer laufenden Ermittlung auf so eine direkte Art und Weise in Frage gestellt wurden. Wenn Sie mich vom Gegenteil überzeugen wollen, dann kann ich Ihnen nur raten, endlich Felix Mörder aufzuspüren. Und mit Ihrer Unterstützung werde ich das auch hoffentlich schon bald tun, Monsieur. Ja, ich habe ihm dabei geholfen, etwas Geld zu investieren. Leider war er nie der großartige Geschäftsmann, für den er sich hielt. Okay. Madame Vandenbosch hatte eine ähnliche Sichtweise. Zumindest konnte er wohl Trost darin finden, dass sie beide sich in der gleichen Position befunden haben. Ich denke, Sie verwechseln da etwas, Detective. Es war Edwin, der sein Vermögen verloren hat, und nicht ich. Verzeihen Sie meine Naivität. Aber da Sie ihm dabei geholfen haben, lohnende Investitionen zu tätigen, haben Sie doch sicher auch die gleichen Gelegenheiten beim Schopfe gepackt. Das ist natürlich eine gute, berechtigte Frage. Es ist wahr, dass ich ihm von guten Gelegenheiten erzählt habe. Doch nur weil eine Gelegenheit vorhanden ist, muss man nicht gleich das ganze Vermögen seiner Familie in sie hinein investieren. Die Aussicht darauf, Gutes tun zu können, bedeutete ihm mehr als sein eigener Profit an der Sache. Er war von Anfang an dem Untergang geweiht. Okay. Das Geschäft hat also Konkurs angemeldet? Das hat es. Woraufhin es dann zu einem Bruchteil seines Werts aufgekauft wurde und dem neuen Eigentümer ein kleines Vermögen eingebracht hat. Super. Ich habe Ihnen bereits alles zu diesem Thema gesagt. Ich verstehe, Monsieur. Was mich jedoch interessiert, ist die Tatsache, ob der verstorbene Vicomte zu Lebzeiten von ihren Gefühlen für seine Frau wusste. Es tut mir leid, aber damit überschreiten Sie nun wirklich eine Grenze, Detective. Eine Grenze? Genauso wie es eine Grenze ist, einen Geschäftspartner und Freund in den Konkurs zu treiben, damit man selbst den Ritter in strahlend weißer Rüstung in der Not spielen kann, um seine Geliebte zu beeindrucken? Wie können Sie es wagen, so eine lächerliche Behauptung ohne auch nur irgendeinen Beweis aufzustellen? Ihre Reaktion auf die bloße Andeutung ist mir bereits Beweis genug, Monsieur. Obwohl ich Sie für Ihren Verrat an Ihrem Freund nicht festnehmen kann,
hoffe ich doch sehr, dass Ihr Gewissen Sie wegen dieser Missetat haben wird. Das soll Ihnen Strafe genug sein. Sein Vermögen war wirklich nicht der Rede wert. Seine Lebensweise hat mich immer schon sehr überrascht. Okay. Überrascht? Auf welche Weise? Da er erst vor kurzem zu mir gekommen war, um mich um Arbeit zu bitten, konnte er sich wohl kaum in einer guten finanziellen Position befinden. Mhm. Sie haben ihm einen Posten angeboten? Es gab keinen Posten, zu dem er sich herablassen wollte. Während unserer Gespräche wies er mich jedoch darauf hin, was er sonst noch für mich tun könnte. Wenn Sie das, was er und sein Team geleistet haben, als Sicherheit bezeichnen wollen. Bei der hohen Summe, die ich Ihnen bezahlt habe, hätte ich nicht gedacht, dass Sie sich so unverantwortlich verhalten würden. Sie haben ihm eine beträchtliche Summe bezahlt? Ich werde hier keinen genauen Betrag preisgeben. Aber ich versichere Ihnen, dass es mehr Geld war, als ich eigentlich erwartet hatte. Ja, das ist auch interessant. Er versicherte mir, dass sie alle Profis wären. Doch ich konnte dafür keinerlei Anzeichen feststellen. Angeblich war er ihr vorgesetzter Offizier in der Armee gewesen. Sie waren seinen Worten nach Männer, denen man vertrauen konnte. Aber dem war nicht so? Ich hatte keine Gelegenheit dazu, mir persönlich ein Bild von ihnen zu machen, bevor sie bereits an der Fabrik stationiert worden waren. Sie hatten ihre eigene Ausrüstung mitgebracht und sahen so aus, als wüssten sie, was sie taten. Und diese Ausrüstung, von der Sie sprechen, beinhaltete die Waffen, die letzten Endes die Arbeiter verletzten und töteten? Ich hatte keine große Wahl bei der Sache, Detective. Obwohl ich Ihnen gesagt hatte, dass es keinen Grund für solche Waffen gab, meinte Felix nur, dass sie von essentieller Bedeutung für Sie wären. Er meinte, dass er es besser wüsste als ich. Mhm. Ja, das klingt echt so. Das klingt echt so. Brief. Da sind noch mehr Briefe. Wasserinformationen. Ich wieder fragen, dass sobald sie sein Ende erreicht haben, dass sie das Geheimnis. Wir haben ihr Reich dafür keine Gegenleistung bereit für die Arbeiter nahmen ihren. Das sind die Handschuhen Tag für Tag für was beschädigt und gefährliche Maschinen. Das ist natürlich interessant. Okay. Das haben ihre Wege auch in ihrer. Sie wissen, die leben die nicht zu schätzen. Ich werde. Raus im Fenster werfen und auf ihrem selbst geschaffenen Podest über diejenigen herrschen. So. Okay, dann zeigt, dass sie für ihr Verbrechen bezahlen, der Preis. Oh, 5000 Franken. Also ist er auch erpresst worden. Aha, hier. Das ist genau das Gleiche. Okay, er ist auch erpresst worden. Das ist natürlich interessant. Die Kondition ist unschuldig. Okay, und der Rest? Ja, Ernesto. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Gibt es jetzt, Detective? Ich hatte Ihnen bereits von der potenziellen Erpresser. Oh nein! Doch behielten Sie Ihren Brief die ganze Zeit über für sich. Der Brief geht Sie nichts an. Und er ist sowieso nur ein billiger Trick, um mich dazu zu bewegen, etwas zuzugeben, was nicht... Wenn dem so wäre,
dann ist es doch seltsam, dass Sie den Brief bei sich behalten und hierher mitgenommen haben. Finden Sie nicht? Ihre Hartnäckigkeit ist ein Charakterzug, an dem ich keinen Gefallen finden kann. Okay, autoritär oder direkt? Selbst wenn etwas Wahres an dem Brief dran wäre, die Forderung eines solch hohen Lösegelds, der Verfasser ist ohne Frage von allen guten Geistern verlassen. Das werde ich selbst beurteilen müssen. Ich muss jeden einzelnen Beweis in Betracht ziehen, der mir bei meiner Untersuchung helfen könnte. Ich hoffe doch sehr, dass es ansonsten nichts gibt, das Ihrer Meinung nach eine Zeitverschwendung für mich wäre. Natürlich nicht, Office. So einen Unsinn habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Ich schätze diejenigen, die hart arbeiten und die sich meinen Respekt verdient haben. Ihre Ausdrucksweise deutet an, dass es auch solche Menschen gibt, die sie nicht respektieren. Tja, nun, warum sollte ich jemanden loben, wenn er schlechte Arbeit verrichtet? Ich denke, dass es langsam an der Zeit ist, mir von den Teilen des Briefes zu erzählen, die Ihrer Meinung nach etwas Wahres enthalten. Es gibt keinen Grund, meine privaten Angelegenheiten zu besprechen. Ich denke, wir sind hier fertig. Okay, wir haben ihn noch nicht geknackt. Da fehlt noch was. Ja, ich weiß. Niemand hat ihn darum gebeten. Aber ist das nicht förderlich für beide Parteien? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihren Profit nicht beeinflusst hat. Es gibt überhaupt keinen nennenswerten Profit. Warum haben diese Verhandlungen noch nicht stattgefunden? Und warum wurde noch keine Abmachung getroffen? Monsieur Beckers hat noch keinen Versuch unternommen, ein Gespräch mit mir in die Wege zu leiten. Und ebenso wenig hat er mir ein Gegenangebot unterbreitet. Er ist am Zug, Detective. Ich hatte Ihnen bereits von der potenziellen Erpresservereinigung erzählt. Und doch behielten Sie Ihren Brief die ganze Zeit über für... Der Brief geht Sie nichts an. Und er ist sowieso nur ein billiger Trick, um mich dazu zu bewegen, etwa... Wenn dem so wäre, dann ist es doch seltsam, dass Sie den Brief bei sich sperren. Ihre Hartnäckigkeit ist ein Charakterzug, an dem ich keinen Kein Grund, Detective. Okay, da hat man einen Fehler gemacht. Ich habe bewahrt, Ihre Zeit zu verschwenden. Das werde ich selbst beurteilen müssen. Ich muss jeden einzelnen Beweis in Betracht ziehen, der mir bei meiner Untersuchung helfen könnte. Ich hoffe doch sehr, dass es ansonsten nichts gibt, das Ihrer Meinung nach eine... Natürlich nicht, Officer. Es klingt beinahe so, als würden Sie mir vorwerfen, dass ich irgendein verbotenes Geheimnis hätte. So einen Unsinn habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Ich schätze die... Ihre Ausdrucksweise deutet an, dass es auch solche Menschen gibt, die Sie nicht respektieren. Tja, nun, warum sollte ich jemanden loben, wenn er schlechte Arbeit... Der Brief befasst sich nicht nur mit Ihren fragwürdigen Geschäftsentscheidungen, sondern auch mit der schlechten Behandlung Ihres Personals, Monsieur. Es gibt einen klaren Unterschied, ob ich einem Mitglied meines Personals einen Befehl erteile oder ob ich jemanden misshandle, Detective. Und Sie entscheiden... Wo genau diese Linie gezogen wird? In meinem eigenen Haus? Ja, natürlich. Ja. Bitte hören Sie auf, es so zu nennen. Ich behandle all mein Personal immer noch genauso, wie ich es schon immer getan habe. Das bedeutet aber nicht, dass Ihr Benehmen angemessen ist. Sie haben stets eine Chance. Wenn Sie die Arbeit, für die Sie angeheuert worden sind, nicht zufriedenstellend erledigen können, dann will ich nichts mit Ihnen zu tun haben. Es würde Sie bestimmt überraschen, wie viele Arbeiter schnelles Geld und eine einfache Aufgabe erwarten. Gibt es ein spezielles Mitglied Ihres Personals, das von solchen einfachen Aufgaben ausgegangen ist? Es gibt da jemanden. Ein neues Dienstmädchen.
Ich hatte von Beginn an keine großen Erwartungen, doch Comtesse de Vos hat mir... Das ist für den Moment alles. Ja, also wir sind hier einigen Sachen schon wieder auf die Spur gekommen. Wir haben aber, glaube ich, immer noch keine... Oh, wir haben zwei. Okay. Da ist nichts, da ist nichts. Hier ist eine. Was haben wir denn gekriegt? Wir haben Ernesto bekommen, ja. Okay, es muss ja mit dem zusammenhängen. Das ist uninteressant. Nee, das wird nichts. Also es gehört mit dem auf jeden Fall zusammen. Es gehört auf jeden Fall mit hier irgendwas zusammen. Nein, das ist nicht. Ordnung und Methode. Nein, da ist auch nicht. Ist hier irgendwas noch, was ich... Ah, warte mal, hier ist noch was. Wird doch nicht etwa hiermit zu tun haben? Ein weiterer doch. Erfolg. Gesellschaft, die zu beschaffen. Ah ja. Okay, das ist natürlich interessant. Wow, wir haben ja einiges. Gut, aber ich würde sagen, da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum, weil wir haben ja schon wieder eine ganz schöne durchgezogen. Wir haben ein bisschen was wieder erfahren, leider nicht so viel, wie wir gerne wollten. Wir haben auch noch nicht eine... Wir haben potenzielle Waffen gefunden, ja, aber noch nicht die Waffe, die eventuell davon ausgeht. Also wir hatten ja schon vermutet, dass das vom Major, das Messer fehlt, ja. Wir vermuten ja, dass es sein Messer war, was die Mordwaffe ist. Wir haben zwar bei Zack den Dolch gefunden, aber... Und das Taschenmesser bei der Reporterin, aber die lagen auch zu offen rum, sage ich ganz ehrlich. Gut, mal sehen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Wir werden auch weiterhin, wir haben ja noch ein paar Gästezimmer und Gästezimmer zu untersuchen, ein paar Gäste zu verhören, nochmal zu verhören und vielleicht komme langsamer der Rätsel auf der Spur. Der Lösung auf die Spur. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, bis dann. Tschüss.